freue mich, dass ich hier da ein paar Worte zu sagen, was heute läuft. Es ist der 7. Ich hoffe, das ist eine Glückszahl. Im Allgemeinen ist es eine Glückszahl. Ich hoffe, dass der 7. Slow-Up ein bisschen in die Köpfe hineingeht. Ich hoffe, dass sie wirklich einen Tag verbringen können, der slow ist, wo sie ein bisschen runterfahren können, wo sie langsam unterwegs sind. Ich muss einmal immer schauen, dass ich dann wirklich an diesem Tag nicht auch noch probiere, um den Kurs herumzurasen, so schnell wie möglich irgendwo zu sein, sondern auch zu geniessen. Und ich hoffe, dass sie das auch können. Heute lohnt es sich nämlich dann auch überall ein bisschen zu halten, wieder ein bisschen zu trocknen und etwas zu trinken. Die Idee vom Slow-Up finde ich wirklich gut und ich mag mich noch so gut erinnern, wo wir seit der ersten und wahrscheinlich letzten autofreien Sonntag in der Schweiz hatten, wo wir auf den Autobahnen alles Mögliche machen können. Wir haben jetzt einen kleinen Teil wenigstens von dem, wo die Slow-Ups überreden können. Und ich freue mich, dass das jedes Jahr so gut klappt, dass man wirklich auf diesen Strassen Velo fahren, manchmal sogar einmal in die andere Richtung als sonst immer nur mit dem Auto. Geniessen Sie es, bewegen Sie sich, bewegen ist gesund. Schauen Sie aber auch ein bisschen um. Jetzt, heute ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig, in die Höhe zu schauen, aber wenn man ganz rauf schaut, hat es oben noch ein bisschen Schnee. Wenn Sie aber mal so ein bisschen am Rhein fahren, zum Teil ist ja die Strecke direkt am Rhein, zum Teil ist sie nebendran. Und ich muss sagen, mir gefällt es eigentlich eher ein bisschen nebendran. Da hat es nämlich Grün, da hat es Pflanzen, da hat es unter Umständen sogar das ein oder andere Tier. Wenn man hingegen auf dem Rheindamm fährt, ist es eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilig. Es ist gerade, es ist abgehackt, jetzt hat man da zum Teil auch noch wieder die Studen umtun aus, weiss auch nicht, welchen Gründen, aber wahrscheinlich müssen die von Zeit zu Zeit wieder neu nachwachsen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es noch etwas interessanter wäre, dem Rhein nachzufahren, wenn er an gewissen Stellen wieder etwas renaturiert wäre. Und Sie haben sicher gehört von dem Projekt Lebendiger Alpenrhein, wo an gewissen Stellen wieder ein bisschen eine Ausweitung machen, eine Renaturierung. Letzten Sonntag hat es hier auf dem Platz, Marktplatz vorne eine Ausstellung gehabt. Wenn man sich erinnert, wo die Dämme gebaut worden sind, ist das die einzige richtige Methode gewesen, um das Hochwasser zu verhindern. Da war eine Gegend, wo es viel Hochwasser gab, mit Sümpfen, mit auch entsprechenden Krankheiten. Und man hat hier zu Recht die Dämme gemacht und hat sie hier plus minus Ruhe. Ein bisschen weiter unten haben sie etwa die noch etwas Überschwemmungen. Aber heute weiss man, dass man so Sachen, so Korrekturen auch anders machen kann, ohne dass man nachher Hochwasser hat, indem man nämlich Ausweitungen macht. Und das Ganze wird einfach auch noch etwas schöner. Wir machen ja ziemlich viel Werbung für die Region, zum Beispiel für alle Inline-Skater. Ist eine super Strecke, die von weiter weg sind. Denen würde ich es empfehlen, da mal ein bisschen auf und ab zu fahren. Es ist wirklich wahnsinnig schön. Aber wenn man noch etwas sehen würde, wenn man da richtig rein runter schaut, wenn es dort etwas Ausweitungen hat mit Büschen und vielleicht ein oder andere Tier, vor allem auch Fischer wären wahrscheinlich noch froh, es würde nämlich das ein oder andere Fischchen wieder aufschwimmen. Und es gibt auch andere Sorten. Also wenn wir da könnten, einen Schritt machen, wäre es für unsere Region einfach noch etwas spannender, am Rhein zu fahren. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen und euch, dass ihr heute einen schönen Tag, trotz dem Wetter, noch werden verbringen. Schaut mal ein bisschen zeitweise in der Reihe runter. Überlegt euch, wie es wäre, wenn es dort vielleicht noch ein bisschen eine Bucht hat. An der Tour haben sie es gemacht. An der Tour ist ziemlich viel gemacht worden und sie haben nicht mehr Überschwemmungen, um nicht zu sagen, sie haben einfach gar keine Überschwemmungen mehr. Man muss nicht kritisieren an dem, was früher noch passiert ist. Wir wissen einfach heute ein bisschen mehr. Wir wissen heute auch mehr im Vergleich zu früher, wie wichtig ist, dass wir sonst ein bisschen Ruhe gehen, dass wir nicht immer nur umeinander stresst. Und in dem Sinne wünsche ich euch und Ihnen einen gemütlichen Tag. Geniessen Sie es. Für die einen oder die andere, also zum Beispiel auch für mich, gilt ja immer noch, dass Regen schön macht. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Danke vielmals. Wir sind mit dem Velo da.
nie das letzte Party. Da hab ich mir schon überlegt, wie kommst du jetzt an das Marti? Hab gedacht, lass mal den Klopf daheim und die Idee ist gut. Die Frauen sind mir nachher gelernt, das sind ein Mann mit Mut. Ich bin mit dem Velo da. 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 Wir sind mit dem Velo da. Wir sind mit dem Velo da. Wir sind mit dem Velo da.